Leider sind der Nahost und Nordafrika zu einer der unruhigsten Regionen der Welt geworden. Wenn diese Situation so weitergeht und noch schlimmer wird, dann kann dieser Aufruhr sich ausweiten auf andere Teile der Welt. In der heutigen vernetzten Welt ohne Grenzen können Länder und Regionen ihre Grenzen nicht mehr einfach so problemlos schützen und das Verbreiten von Unsicherheit und Instabilität verhindern. Die schwerste und schlimmste Bedrohung der Welt heute ist wohl die, wenn terroristische Organisationen zu terroristischen Staaten werden. Wir betrachten es als unglückliche Entwicklung, wenn nationale Erhebungen in unserer Region von Terroristen missgeleitet werden und dass das Schicksal von Nationen von Waffen und Terror bestimmt wird, statt durch die Wahlurne. Wir schlagen vor, dass der Kampf gegen den Terrorismus aufgenommen wird in eine verpflichtende internationale Erklärung und dass keinem Land erlaubt werden soll, den Terrorismus einzusetzen und zu nutzen für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes. Wir sind bereit, beizutragen zur Ausmerzung des Terrorismus und den Weg zu bahnen für die Demokratie, um sicherzustellen, dass nicht Waffen den Gang der Ereignisse in der Region diktieren. Wie wir bei der Errichtung von Demokratie in Irak und Afghanistan geholfen haben, sind wir bereit, auch dabei zu helfen, der Demokratie in Syrien zum Durchbruch zu helfen und genauso im Jemen. Wir betrachten die Konsolidierung politischer Macht durch die Wahlen und die Wahlurne als gegeben und nicht durch Waffen. Wir unterstützen das Regierungsprinzip der Mehrheit, das die Rechte der Minderheiten respektiert. Der Iran mit seinem kulturellen Erbe schaut heute in die Zukunft, nicht nur in die ferne Zukunft, sondern auch in die nahe Zukunft. Und zwar mit den guten Aussichten von Kooperation und Koexistenz. Meine Damen und Herren, Irak, Syrien und Jemen sind Beispiele für Krisen, die angeheizt wurden durch Terror, durch Extremismus, durch Gewalt, Blutvergießen, Invasionen und die Gleichgültigkeit der internationalen Völkergemeinschaft. Sie sind Beispiele für Situationen, in der Menschen nun fliehen vor dem Horror der Gewalt und der Bombardierungen. Ihre Probleme dauern immer noch an, weil die internationale Gemeinschaft sie im Stich gelassen hat und wegen verfehlter Handlungen neu hinzugekommene Akteure in der Region und naiver überregionaler Akteure. Folglich erleben wir heute eine Welle der Zerstörung, die über die arabische Welt hinausgeht und die Tore von Europa und der USA erreicht hat. Das hat geführt zur Zerstörung von Überbleibseln zivilisierten Verhaltens und wertvoller Zeugnisse antiker Kulturen. Dies hat sogar geführt zum Tod der Menschlichkeit selbst. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Wurzeln heutiger Kriege und heutiger Zerstörung des Terrors gefunden werden kann in der Besetzung, der Invasion und der militärischen Interventionen von gestern. Hätte es nicht den militärischen Einmarsch in Afghanistan und Irak gegeben, gäbe es nicht die ungerechtfertigte Unterstützung der USA für das inhumane Handeln des zionistischen Regimes gegen die unterdrückte Nation Palästina, dann hätten die Terroristen heute keine Entschuldigung zur Rechtfertigung ihres Handelns und ihrer Verbrechen.